Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, meine lieben Freunde, spielen wir das neue Fullmetal Alchemist Mobile Game und es ist nur in Japan rausgekommen, also es ist kein Global, kein gar nichts, es ist heute erst nur in JP, also alles auf Japanisch. Und aber bevor wir starten, möchte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank für 300 Abos, wirklich Ehre geht raus an jeden Einzelnen, der meinen Kanal abonniert hat. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren, das würde mich mega, mega freuen. Dann würde ich sagen, probieren wir das ganze Ding aus. Ist halt ein ganz normales, was, wie soll man sagen, Gacha-Game. Okay, was? 2720 Crystals, okay, ich weiß nicht, wieso wir das, okay. Ich hatte 400 nur am Anfang. Ich weiß nicht, wieso bekommen wir das? Es gibt neue Banner, wo ich, was? Oh Mann, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oh fuck. Oh, Digga, diese Animation, Alter. Holy fuck. Geil. Und er? Das ist der normale Banner, glaube ich. Dann ist das hier. Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe es so vergessen. Und da gibt es noch einen Banner. Ich glaube, der ist kostenlos, ne? Da steht 0. Okay. Und die Animation ist so geil. Und man muss hier einfach ein, so einen alten Telefon. Das ist so geil. Okay, dann rufen wir einen an und dann kommt einer mit Zug. Ich weiß nicht, ob es auch so wie in Legends oder Dokkan ist. Dass dann irgendwie so, keine Ahnung, welche Farbe der Zug hat, ist entscheidend, mit wem man pullt. Okay, wer ist das? Ah, okay. Den habe ich schon, der ist ganz okay. Ich glaube, das ist auch einfach der normale, ne? Kann man hier auch in die Details gehen? Und dann gucken vielleicht, welche Super-Attack die haben oder so? Keine Ahnung, Alter, ich bin zu sehr in Dokkan drin. 5 kostet 800, das heißt 1600 kostet ein 10er-Pull. Ja, 3100 geht eigentlich klar. Doch, geht eigentlich klar. Wir können 2 Multis machen auf... Oh, der ist so geil. Holy fuck. Warum sind die Animationen so gut? Holy moly. Und das Game an sich ist ein bisschen turn-based. Und taktisch, würde ich sagen, ja. Aber gucken wir mal. Ich mach 1. 8. 1, 8, 9, okay. Ich hätte 187 machen sollen. Oh, okay. Es ist gelb. Es ist nicht blau, es ist gelb. Digga, pull ich ihn beim ersten Multi? Oh, what the fuck, wie geil. Das sind mehrere. Okay, ein R. Ich habe ihn nochmal gezogen. Okay. Nur Rs. Okay. Das ist ein SR. Okay. Oh, da ist er. Im ersten Multi. Was? Yo! Das sieht so geil aus. What the fuck? Da ist er. Im ersten Multi. SSR. Alter, holy moly. Okay, ich weiß nicht. Es ist mein erster 10er-Pull gewesen. Ich weiß nicht, ob das lucky war oder nicht. Ich nehme aber mal an, das war lucky. Das war, glaube ich, sehr lucky. Gut, ich glaube, im ersten 10er gepult, Digga. Ich glaube, ich lasse ihn hier erstmal. Okay, es hat ein Pity-System, glaube ich, oder? Ja, man bekommt gleich bei jedem. Man bekommt 10 bei einem 10er-Pull. Man muss 18 Multis machen, um ihn. Okay, das ist ein Pity. Das ist ein Pity. Ich glaube, ich habe Luck gehabt. Alter. Ich glaube, ich pull nochmal hier. Kostet 1600. Ich hoffe, ich bekomme einen von denen. Bitte. Eigentlich sollte ich mein Maul halten, weil ich habe den gepult. Das ist geil. Okay, man kann einfach skippen. Okay. Na, oh, das ist... Oh, SSR. Okay, ich weiß, das ist gelbe jetzt. Das gelbe heißt SSR. Okay. Das ist lucky. Das ist verdammt lucky. Okay, ich glaube, das ist die Healerin, ne?
ja, die man im Dingen hat. Alles R. Okay, wer ist das? Oh mein Gott! Der ist so geil! Zeig mir seine Animation! Digga! Was ein Biest, Alter! SS! Alter, okay, geil! Nice! Okay. Hä? Hä? Was? Okay. Nehme ich mit, Alter. Ja, okay. Okay, what the fuck? What? Upsala, was ist das denn hier? Okay. Zwei SSR, jetzt fehlt mir nur noch. Jetzt würde ich gerne den Namen wissen, aber ich hab Fullmetal Alchemist zwar durchgeguckt, aber ich merk mir die Namen nicht. Okay, warte, ich ändere hier nochmal kurz meinen Namen. So. Kann man auch irgendwie Friend adden oder so? Oh, keine Ahnung. Wenn das geht, dann wisst ihr, wie ich heiße oder so. Und hier ist mein Friend. Irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ist alles auf Japanisch. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier... Oh, Digga. Da sind die. Oh, der ist so fucking geil. Okay. Grain wir ihn mal ab. Das war nicht hier. Nee, das war hier. Also seine Animationen sahen richtig sick aus. Okay, ich brauche 3 von diesen Teilen. Okay, ich glaube, das machen wir noch nicht. Wir belassen das erstmal. Und... Den mache ich auch. Ich spiele die einfach 3. Ich würde die einfach direkt ausprobieren, Digga. What? Warum habe ich so viel Luck gehabt? Ist es lucky? Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gepult habt, wenn ihr das Game zockt. Vielleicht war das lucky, vielleicht war es nicht. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, ich habe die Featured Character, die dort gezeigt sind. Das ist... Obviously ist das lucky. Okay. Das ist entspannt. Gehen wir rüber zum Gameplay. Ich glaube, ich kann die dann auch ausprobieren, ne? Aber die Frau, die wird jetzt nicht so viel Damage machen, die ist auch Level 1. Gucken wir mal. Ja, ich kann eh nichts lesen, also japanisch. Kann ich mein Team wechseln, ist die Frage, ja. Kann ich die raustun? Nee, ne? Du kommst hier hin, du kommst hier, ich brauche keinen Healer. Und Ed, soll ich Ed reinmachen? Oder Edward? Oder Elric? Elric oder... Okay. Ich lasse das so, ich finde Ed besser. Das wird lustig. Das... Ja, komm, geht weiter. So, okay, der hat direkt Dings gemacht. Okay, die erste Attacke von ihm ist Single Target, okay. Okay. Ich würde gerne wissen, weil die sind alle low, ich würde gerne wissen, wie viel Schaden die machen. Okay, gehen wir mal hier rein. Das ist auch Single Target. Sollten ich eigentlich... Okay, warte, ich gehe so. Mach das so. Sollte ich eigentlich Animation playen? Oder habe ich das irgendwie ausgemacht? Weil eigentlich bei jeder Attacke sollte eine Animation kommen, oder nicht? Oh, ich kann ihn nicht angreifen. Alter, L. Okay, ich lasse das so. Erster Turn. Okay, der hat die irgendwie gebufft, oder? Die hat sich geheilt, okay. Aua. Ja, passt schon. Also kann ich irgendwie... Warum sehe ich die Animation nicht mehr? Das ist die Frage, ne? Gut, dann mache ich ihn. Macht der AOE? Ja, der ist AOE. Boah! Das war leckerer Damage.
Ist der auch AOE? Nee, oder? Okay, der bufft sich. Ah, okay. Gut, dann killen wir erstmal. Ne, er ist nicht in Range. Edward? Edward, hast du eine Attacke, die AOE macht? Nein, ah, ich hab Ed. Nicht Edward, ach, ich hab Ed. Nicht. Okay, da muss ich mich mit ihm bewegen, ne? Ne, da kann ich hingehen. Auf rote kann ich nicht gehen. Ja, passt so. Die macht die? Was macht die? AOE, let's go. Okay, die ist auch nicht gelevelt. Dann sehe ich noch einen. Den kill ich. Nein. Okay, der hat sich gebufft, cool. Cool, ich... Okay. Der hat sich wieder geheilt. Ja auch. Aber sollte nicht eigentlich es sollen, glaube ich, Animationen kommen immer, oder nicht? Jetzt ist das nicht mehr so. Vielleicht habe ich irgendwas umgestellt, dass es die Animation wegmacht oder so, ich weiß nicht. So, ich hab's ausgemacht, oder nicht? War das das? Ja, da sind die Cutscenes. Let's go, okay. Okay. Jetzt, das ist das richtige Spiel. Ja, dich machen wir einfach nach vorne. Dich, machst du viel Schaden damit? Gut, gucken wir die erste Attacke. Ja, geht klar, die ist Level 1. Okay, ich glaube, der hat uns gedeepert. Das ist der Boss. Ich muss seine Ult reinhauen. Gegen den Boss. Okay, der hat sich wieder geheilt. Ich muss sie one-shotten. Sie hielt sich die ganze Zeit. Okay, hauen wir das mal auf ihn drauf. Boah, geil, Alter. Nein, ich wurde angeschossen. Kein AOE, aber der wird sterben. Nice. Ultimate. Weg mit dir. Alter, GG, Mann. Okay, wenn man den Boss killt, ist vorbei. Okay. Alles klar. Boah, aber Ding. Die Animationen sind so, so geil. Es ist zwar turn-based, es ist okay. Ich hätte aber vielleicht ein Action RPG oder so besser gefunden mit diesen Animationen, aber was soll man machen? Es ist cool, auf jeden Fall. Kann ich hier nicht weiter? Ich glaube 2-4 habe ich doch schon gespielt, finde ich. Geh mal wieder zurück. Und hier sind diese Aufgaben. Das kann ich wieder einsammeln. Boom. Und diese Tokens sind für Pre-Pulse. Okay, ein Token. Kann ich ihn... Okay, ich brauche diese Teile dafür, um ihn zu, ich sag mal, kann awaken, upgraden. Ach. Gibt's dann auch UR? wo ist der LR, hä? Wo ist der LR? Was war das nochmal? Ah, na klar. Klar, der Shop. Natürlich muss da so ein roter... Ah, 10 Diamonds, okay. Und... Ja, ich muss die upgraden. Ah, ich brauche die Items dafür. Okay. Ich glaube, wir haben... einen ganz guten Blick reingeguckt und haben auch 2 Multis gemacht. Die Multis, die kosten schon viel, würde ich schon sagen, ja. 1600 ist nicht wenig. Aber geht klar, die haben ja auch jetzt so ein Paket oder so geschickt. Deswegen konnte ich auch erst sammeln und Glück haben, dass ich die pull. Aber dann würde ich sagen, war's das mit dem Video? Das ist... Ich feiere so hart die Animation.
Das ist so geil. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.